Seit der Einführung von Microsoft 365 arbeiten wir immer häufiger mit verschiedenen Varianten derselben App, nämlich mit der Web-App und der Desktop-App. Und das birgt einige Überraschungen. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und in diesem Video zeige ich euch die grundlegenden Unterschiede zwischen der Web-App und der Desktop-App am Beispiel von Word. Am einfachsten wäre es natürlich, wir würden uns für eine der beiden Varianten entscheiden. Leider geht das inzwischen immer seltener, weil wir doch zum Beispiel in Teams oder auch wenn wir mit SharePoint im Web arbeiten, auf die Web-App stoßen und die Desktop-App aber trotzdem noch so viel mehr kann, dass wir häufig nicht ganz ohne auskommen. Aber seht selbst. Die grundlegenden Unterschiede zwischen Web-App und Desktop-App sind einmal das Anzeigen beim Öffnen. Und da sollte man nicht erschrecken, denn das kann doch erheblich abweichen. Dann, dass es Funktionen an unterschiedlichen Stellen gibt, obwohl es dieselbe Funktion ist, ist sie nicht an der gleichen Stelle. Dann, die Desktop-App kann mehr als die Web-App. Und die Web-App kann Formate zwar sehr gut anzeigen, aber nicht so gut bearbeiten. Und dann gibt es noch zwei ganz wichtige Unterschiede, die haben jetzt gar nicht mal so sehr damit zu tun, ob ich mit der Web- oder der Desktop-App arbeite, aber sie wirken sich dort aus. Zum einen ist es, die Web-App kann nur Dateien in der Cloud verwenden. Das heißt, wenn ihr mit der Web-App arbeitet, arbeitet ihr immer mit Dateien in der Cloud. Und wenn ihr mit der Desktop-App arbeitet, dann kann es sein, dass ihr eben auch noch mit lokalen oder Netzwerkdateien arbeitet. Und dann gibt es einige Unterschiede und die passieren einem eher mal in der einen und mal in der anderen App. Und das Zweite ist, dass die Desktop-App auch in der Lage ist, offline zu arbeiten. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid oder das Netzwerk mal ausfällt, dann könnt ihr offline arbeiten. Und dann gibt es auch Unterschiede, die allerdings eher mit dem Offline-Arbeiten zu tun haben als mit Web- und Desktop-App. Aber diese beiden letzten Punkte, die führen doch auch immer mal wieder zur Verwirrung. Das zeige ich euch jetzt am Beispiel von Word und zwar zunächst mal zur Anzeige beim Öffnen. Ich habe hier eine Word-Datei aufgemacht mit der Desktop-App und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, hier gibt es eine Kopfzeile mit so einem Rahmen und wir haben hier eine Kapitelnummerierung 1, 2, 3, 4 und dann wird die fortgesetzt 5, 6. Und jetzt mache ich mal dasselbe Dokument mit der Web-App von Word auf. Und dann sieht man erstmal hier, dieser Rahmen, der fehlt, Kopf und Kopfzeile fehlt. Und wenn man sich die Nummerierung anschaut, Kapitel 1, 2, 3, 4 und dann 1, 2 statt 5, 6. Und jetzt ist es so, wir sind hier im Bearbeitungsmodus, das seht ihr, weil hier Bearbeiten steht. Und wir können hier auf Anzeige umstellen. Und das mache ich mal. Das sieht dann so aus, das ist jetzt immer noch die Web-App. Aber es ist jetzt die Web-App nur im Anzeigemodus, nicht im Bearbeitungsmodus. Und ihr seht, jetzt ist hier die Grafik mit dabei in der Kopfzeile und die Nummerierung 1, 2, 3, 4, 5, 6 stimmt auch. Das heißt also, im Anzeigemodus werden die Inhalte besser dargestellt als im Bearbeitungsmodus. Und jetzt zeige ich euch noch, wenn ihr in Teams seid und in Teams diese Datei öffnet, dann ist das im Prinzip laut Microsoft die Web-App. Allerdings doch nicht ganz, denn wenn ihr euch das mal hier anschaut, hier hatten wir Bearbeiten, Überprüfen, Anzeigen und hier haben wir nur Bearbeiten und Überprüfen. Und das heißt, hier fehlt der Rahmen, weil wir nicht im Anzeigemodus sind. Hier die Nummerierung passt noch nicht und ich kann hier noch nicht mal auf Anzeigen gehen, sondern jetzt muss ich wirklich entweder in der Desktop-App öffnen oder ihr könnt noch hier über die drei Punkte in der Web-App öffnen und dann kommt ihr in diesen Bearbeitungsmodus und da könnte man, na, ihr seht schon, also beim Anzeigen muss man manchmal ein bisschen aufpassen, gerade bei komplexeren Formatierungen und Darstellungen, die die Web-App so nicht selber umsetzen kann, weil dann zeigt sie es zwar richtig an, aber sie kann es nicht selbst bearbeiten und so erstellen. Dann hatten wir, dass es Funktionen an unterschiedlichen Stellen gibt. Und da habe ich mal ein Beispiel rausgesucht, nämlich Microsoft Feedback geben. In der Web-App findet ihr das einfach rechts unten,
Feedback an Microsoft senden. Und in der Desktop-App findet ihr das über Datei Feedback. Also unterschiedliche Stellen, aber genau dieselbe Funktion. Und dann gibt es noch Funktionen, die sind zwar an derselben Stelle, aber sie haben einen unterschiedlichen Namen. In der Desktop-App heißt es Teilen und in der Web-App heißt es Freigeben. Die Desktop-App kann mehr als die Web-App. Mehr heißt zum Beispiel, das Scripting von Makros und VBA funktioniert in der Web-App nicht. Also wenn ihr Makros eingebaut habt in der Datei und ihr ruft die Datei mit der Web-App auf, dann werden die dort nicht laufen. Vorlagen verhalten sich anders. Also wer mit Vorlagen arbeitet, wenn man die im Dateisystem aufmacht, dann entsteht eine neue Datei, also eigentlich eine Kopie, und dann kann man dort schreiben und kann die dann speichern. Hier ist es so, wenn ich hier Vorlagen aufmache, dann bin ich in der Bearbeitung der Vorlage und nicht in der Bearbeitung einer neuen Datei. Man muss Vorlagen hier anders einbauen. Die Rechteverwaltung mit Passwörtern für Dateien ist anders. Also wenn ihr zum Beispiel in der Desktop-App die Datei mit einem Passwort vor der Bearbeitung schützt und ihr macht die dann in der Web-App auf, dann werdet ihr folgende Meldung bekommen, dass diese Word-Datei leider nicht zur Bearbeitung im Browser geöffnet werden kann. Und wenn ihr das jetzt machen möchtet, dann müsst ihr sie in der Desktop-App öffnen oder sie eben in der Leseansicht öffnen. In der Web-App könnt ihr sie dann nicht bearbeiten. Dann gibt es verschiedene Funktionen der erweiterten Zusammenarbeit. In Word ist es zum Beispiel das Vergleichen, also dass man zwei Dateien miteinander vergleicht und dann zusammenführt. Das wäre hier Hauptversion, letzte Version und ähnliches. Das gibt es zum Beispiel in der Web-App gar nicht. Also ganze Funktionen, die fehlen. Und was die Office-Add-ins angeht, sind die laut Microsoft teilweise verfügbar. In Word gibt es allerdings kein Office-Add-in, das hier nutzbar ist. Ich habe euch das auch verlinkt. Den Link findet ihr dann unten in der Beschreibung. Dann hatten wir schon gesehen, dass die Anzeige ein bisschen unterschiedlich ist zur Bearbeitung. Und das heißt, es gibt Formate, die angezeigt werden können. Und da gibt es relativ viele. Aber das Bearbeiten der Formate ist oft schlechter. Da gibt es eine Übersicht von Microsoft nach Ansichts- und Bearbeitungsmodus. Und da sieht man zum Beispiel, dass bestimmte Vorlagenformate nicht gut zu bearbeiten sind oder dass bestimmte Formate, ältere Formate konvertiert werden und solche Sachen. Auch das habe ich euch verlinkt. Wenn euch das interessiert, dann schaut euch das doch einfach mal auf der Microsoft-Seite an. So, dann kommen wir zu den zwei Unterschieden, die jetzt gar nicht so sehr mit Web- und Desktop-App zu tun haben, die ich aber hier behandle, weil es eben dazu führt, dass man, wenn man in der Web-App ist, immer mit Cloud-Dateien arbeitet und wenn man in der Desktop-App ist, nicht immer. Und das heißt Folgendes. Wenn ihr mit der Web-App arbeitet, dann habt ihr immer eine automatische Sicherung. In der Desktop-App, das ist das Bild, das ihr hier seht, kann man die automatische Sicherung einschalten für Cloud-Dateien, muss sie aber nicht einschalten. In der Web-App muss man es immer einschalten. Das zweite ist, dass ihr die Dateien während der Bearbeitung umbenennen und verschieben könnt. Das heißt, wenn ihr hier anklickt, bekommt ihr ein kleines Auswahlfenster und da könnt ihr den Dateinamen ändern, ihr könnt die Datei verschieben und ihr könnt sogar den Versionsverlauf anschauen. Und das funktioniert nur mit Cloud-Dateien. Das heißt, wenn ihr in der Desktop-App seid und ihr habt eine lokale Datei offen, dann führt das dazu, dass ihr hier nicht den Dateinamen verändern könnt. Dann könnt ihr Dateien teilen mit anderen Personen. Das Teilen habt ihr hier. In der Web-App heißt es Freigeben. Und das Teilen gibt euch die Möglichkeit, dann einen Link an eine Person zu schicken. Und es funktioniert auch nur mit Cloud-Dateien, also nicht mit lokalen und Netzwerkdateien. Wenn ihr Kommentare schreibt, könnt ihr in den Kommentaren Add eingeben und dann kriegt ihr eine Liste mit den Personen aus eurer Organisation und dann könnt ihr auswählen, an wen ihr sozusagen diesen Kommentar schicken wollt.
Und das funktioniert auch nur mit Cloud-Dateien. Und wenn ihr in der Web-App arbeitet, dann sind die Cloud-Dateien auch immer auf dem aktuellen Stand, weil die direkt dort gespeichert werden. Wenn ihr jetzt mit der Desktop-App arbeitet, dann könnt ihr auch offline arbeiten, auch mit Cloud-Dateien. Und ich habe jetzt hier mal wieder von der Desktop-App einen Bildschirmabzug. Das heißt, das Umbenennen und Verschieben der Datei ist, auch wenn es eine Cloud-Datei ist, nicht möglich, wenn ihr offline arbeitet. Und dann sieht es so aus, dass ihr hier draufklickt und dann habt ihr dasselbe Auswahlfenster, aber ihr könnt eben die Datei nicht verändern, den Dateinamen, und ihr könnt sie auch nicht verschieben. Und der Versionsverlauf, wenn ihr da draufklickt, dann kann der nicht mehr angezeigt werden. Außerdem sind Erwähnungen nicht möglich, das heißt, ihr schreibt das Ad in deinem Kommentar und es erscheinen nicht die Personen, an die ihr vielleicht schicken wollt. Das liegt dann daran, dass es offline ist. Und das Synchronisieren von den Cloud-Daten wird erst dann durchgeführt, wenn die Verbindung wieder aktiv ist. Ihr seht es hier, da steht Upload ausstehend, also es ist eine veränderte Datei, die auch gespeichert ist lokal, weil ich sie synchronisiert habe, die aber erst dann aktualisiert wird auf dem Server, wenn die Verbindung wieder besteht. Das Teilen geht nicht, ihr bekommt dann eine Meldung, dass die Freigabe nicht funktioniert, wenn keine Verbindung besteht und dass ihr eben erst wieder eine Verbindung braucht, und dann könntet ihr auf die Art, die hier beschrieben ist, vorgehen. Und dann ist noch ein Unterschied, dass sich die Suche ein bisschen unterschiedlich verhält. Ihr habt die Suche ja hier oben, das ist die sogenannte Microsoft-Suche. Und wenn ihr offline seid, dann sieht die so aus. Und wenn ihr wieder online seid, dann seht ihr, es gibt hier mehr Ergebnisse. Und wenn ihr auf weitere Suchergebnisse für das, was ihr eingegeben habt, klickt, dann bekommt ihr auch deutlich mehr, wenn ihr online seid, als wenn ihr offline seid, weil dann zum Beispiel auch alle Dateien durchsucht werden, auf die ihr Zugriff habt in eurer Microsoft 365-Umgebung. Und das ist dann eben doch mehr, als wenn ihr nicht verbunden seid mit dem Web. Und jetzt interessiert mich noch, welche Unterschiede sind euch aufgefallen? Welche findet ihr am nervigsten? Wo hättet ihr gerne, dass Microsoft etwas ändert? Ich möchte nämlich demnächst ein Video machen, in dem ich euch zeige, wie ihr in gewissem Maß Einfluss nehmen könnt darauf, was Microsoft in nächster Zeit weiterentwickelt. Und da würde ich gerne ein Beispiel machen aus den Ideen, die ihr habt. Schreibt mir gerne auch eure Fragen unten in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich beantworte die gerne. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und schaltet vielleicht auch gleich noch die Glocke ein, damit ihr nichts mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.